Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Rubin und Jan hat uns im Kampf rausgelassen und scheinbar gegen einer der Tapir, nach dem Sätzen, die er gesagt hat, er hat gesagt, jetzt zeig mal, dass du das Zeug eines Meistertrainers hast. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Zwirklub gerade an Attacken kann. Oh, geil, wir haben nicht viel. Probieren wir es mal. Sumpex, was kannst du? Spukball, okay, das dürfte eigentlich... Naja, genau, gut, passt. Dann werde ich Kaskade gegen Zwerglob einsetzen. Komm, mach einen Volltreffer. Müsste eigentlich... Na, natürlich. Nein, Konfusstrahl, ich hasse Konfusstrahl. Mann! Okay, gut. Ich werde Sumpex auswechseln. Denn in der nächsten Runde heilt er sich eh. Ich werde Kamerupt einsetzen. Komm, Kamerupt, streng dich an. Ja, ja, Top-Genesung, klar. Dann werde ich jetzt Eruption benutzen. Je mehr Leben Kamerupt hat, desto mehr Schaden macht die Eruption. Von daher dürfte es doch ein bisschen was abziehen. Ja, schön. Und na, schon wieder Konfusstrahl. Junge, du nervst gerade extrem. Okay, gut. Ein Erdbeben müsste reichen. Komm, triff einfach. Nein. Mann! Kamerupt, was soll das? Och, und er kann Erdbeben auch einsetzen. Ich hasse das. Ja, Kamerupt ist, glaube ich, erledigt. Nee, doch nicht. Komm. Triff jetzt einfach. Wenn du jetzt triffst, dann bist du mein Held. Jawohl. Schön. Und Zwirklop wurde besiegt. Kamerupt erhält Erfahrung. Sumpex auch. Und ja, Top 4 Antonia. Das ist, glaube ich, das ist die zweite gewesen. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betrete den nächsten Raum. So. Und die Musik ist genial! Erstmal meinen Karamarupt heilen. Wir haben genug Schutz. Superschutz. Superschutz, genau. Richtig, Supertränke. Ja, Sengo sollten wir auch mal beleben. Und auch mal heilen. Sumpex lasse ich jetzt einfach mal. So, okay, das passt. Was ist der nächste? Der nächste ist. Eiswasser ist es, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall erstmal zu Gardevoir wechseln. Ne, warte, ich werde zuerst mal zu Kamerupt tauschen. Und als nächstes wird dann Stolos oder Gardevoir sein. Wobei, bei Wasser-Pokémon, dumm, aber okay. Willkommen, mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit nach her nach Höhlen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher habe ich mich nur lausige Trainer mit lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht's mit dir aus? Es würde mich freuen, überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Na gut. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, ein Eis-Pokémon, da bin ich mit Kamerupt doch im Vorteil. Eruption müsste... Oh Gott, Eisstrahl. Dürfte normalen Schaden machen. Aber Eruption... Es ist schade, dass Kamerupt leider nicht angreifen durfte. Eruption hätte als erste Attacke wesentlich mehr Schaden gemacht wie jetzt. Aber vielleicht habe ich das Glück und... Na, natürlich nicht. Ach, ich wollte eigentlich nicht Eruption einsetzen. Das habe ich mich verdrückt. Das ist schön. So, aber Eruption... soweit ich weiß, kriegt man, wenn man einen Trank einsetzt, mehr Schaden danach in der Runde. Also so habe ich bis jetzt immer... das Gefühl gehabt. Ja, seht ihr das? Er hat jetzt mehr Schaden gekriegt. Aber jetzt muss ich... Oh, wieso ist das so schnell, dieses Scheiß? Viech, meine Güte. Ja, ist okay. Hitzekoller. Ich werde es danach eh auswechseln. Von daher ist es nicht so wild. Ja, ja. Spezialangriff sinkt stark. Okay, ist okay. Verständlich. Kamerupt erhält EP. Und Sejong. Ja, da werde ich... Gardevoir... benutzen. Los geht's. Und schauen wir mal, was
Gardevoir alles kann. Psychokinese, Donnerblitz, Gedankengut, Hypnose. Ich werde Hypnose zuerst einsetzen, ne? Und es trifft, sehr schön. Sejong ist eingeschlafen. Schläft tief und fest. Okay, dann werde ich jetzt mit Donnerblitz ihm einfach mal so richtig auf den Sack gehen. Und, triffst du? Triff am besten so, dass es weh... Oh Gott, das hat nicht so weh getan. Ja, ja, schläft tief und fest. Okay, gut. Gardevoir hat Sejong schon mal richtig schön Schaden zugefügt. Das ist gut. Das ist wieder ein Sieg für uns. Für unser Gardevoir. Okay, nochmal ein Eis-Pokémon. Diesmal werde ich aber mit Stolos kämpfen. Los geht's, Stolos. Zeig, was du kannst. Und, ja. Ich könnte entweder Felskrab oder Eisenschweif machen. Eisenschweif. Ja, es kriegt beide Step, aber Eisenschweif ist, soweit ich weiß, stärker. Bloß nicht einfrieren. Oh ja, sehr gut. Eisenschweif. Zeig, was du kannst, Stolos. Nein! Okay. Aber sie heilt Gott sei Dank nicht. Sie hebt es wahrscheinlich für ihr letztes Pokémon auf. Weiß ich glaube, weiß nicht, hat sie noch einen Trank oder hat sie noch zwei Tränke über? Ach, Stolos, Mann. Oh Mann, ich hätte nicht Eisenschweif einsetzen sollen. Ich hätte irgendeine Attacke einsetzen sollen, die zu 100% trifft. Jetzt mal. Hallo, Stolos, was soll denn der Scheiß? Mann. Och, das kann echt... Ja, ist okay. Nicht effektiv. Erdbeben. Ja, es müsste auch effektiv sein. Das trifft halt auf... Na, effektiv ist es nicht, aber es macht gut Schaden. So, Sejong. Na dann. Gardevoir. Wir werden die gleiche Taktik benutzen. Wie gerade eben. Und... Hypnose. Jawohl, uns trifft wieder. Oh, wie gut. Sehr schön, Gardevoir. Du bist heute wirklich perfekt. Gegner schläft tief und fest. Donnerblitz. Am besten ein Critical noch. Und dann... War es das? Nein, natürlich kein Crit. Donnerblitz, komm. Top Genesung. Dürfte ihn aber nicht aufwecken. Genau, passt. Einfach nochmal richtig reinhauen mit Donnerblitz. Ich weiß gar nicht, was er als letztes Pokémon... Oder was sie als letztes Pokémon hat. Okay, gut. Gardevoir, du rettest uns heute den Tag. Sehr effektiv. Na? So, Gardevoir erhält Erfahrungspunkte und Wildreiser. Okay. Ich lasse Gardevoir erstmal da. Oh, ich werde versuchen mit der gleichen Taktik. Oh nein, jetzt trifft's nicht. Die 70% merkt man dann doch irgendwann. Aber Wildreiser trifft auch nicht. Sehr schön. Okay, Gardevoir. Hypnose. Somit machen wir die Gegner schon mal sehr viel uneffektiver gegen uns. Ich hätte vielleicht noch Gedankengut einsetzen können. Dann wäre mein Spezialangriff noch ein bisschen höher. Aber, ja, es schläft sehr gut. Das heißt theoretisch, wie viel heilt die Zitobeere? Es könnte knapp werden. Die könnte ihm vielleicht noch den Arsch gerettet haben. Ah, ich muss es probieren. Ja, es hat... Natürlich hat es den Arsch gerettet. Oh, super. Donnerblitz. Aber er hat keinen Trank. Sie hat keinen Trank mehr. Wieso er? Sie hat keinen Trank mehr. Und... Ja, auch diesen Topf hier haben wir besiegt. Und unser Gardevoir erreicht ein Level höher. Ein Level up. Das ist schön. Du und deine Pokémon, eurer Zusammenverband, bla bla bla. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Ja, so kann man das sehen. Geh weiter in den nächsten Raum und dort wirst du die schreckliche Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Erstmal wieder Tränke. Kamerupt. Nochmal. So, das muss reichen. Und auch mal Stolos ganz kurz ein bisschen höher. Ich versuche den nächsten Top 4 noch zu besiegen.
So, das muss reichen. Und... ah, okay, das war, soweit ich weiß, ein Drachen-Arena-Leiter. Von daher werden wir... Brutalander. Und... Sumpex nach vorne tun. Und ich schau noch, ob wir... Eisenschweif, Gedankengut, Drachenklaue, genau. Die werde ich Ihnen noch beibringen. Ja, Brutalander versucht Drachenklaue. Ja, 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 ist okay. Welche Attacke soll vergessen werden? Naja. Ich werde Feuerodem ihm verlernen. Ja, ich weiß, Brutalander lernt Drachenklaue auch so, aber... da wir nicht so viel so lange spielen werden, werde ich jetzt hier Drachenklaue ihm beibringen. So, weißt du, was bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was du verlangen wirst? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. So, und ich hoffe, ich schaff's noch. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Denn ich wollte eigentlich noch bis zum Champ kommen. Denn die nächste Folge beim Champ wird dann eine besondere Folge werden. Dragee gegen Brutalander. Das ist gut. Bedroher vermindert erstmal den Angriff. Das ist auch praktisch. Und jetzt Drachenklaue. Müsste eigentlich für Dragee reichen. Ist effektiv. Ja. Und das hat auch vollkommen gereicht. Brutalander erhält erstmal bestimmte Erfahrungspunkte. Und Altaria wird kommen. Und dazu wechsle ich mal gleich zu Sumpex. Denn Sumpex kann mit Eisstrahl einfach mal die Vierfachschwäche von Altaria. Ich glaube, Altaria ist Flugdrache. Von daher eine Vierfachschwäche gegen Eis und Eisstrahl müsste ihm doch ziemlich zusetzen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, es hat vollkommen gereicht und es war ein Volltreffer auch noch. Das ist gut. Sumpex erhält Erfahrungspunkte. Sumpex erreicht Level 52. Erdbeben. Was könnten wir ihm denn... ah, Schaufler. Brauchen wir Schaufler noch? Ja, ich... ich tue ihm Schaufler verlernen. Ich glaube, wir haben alle Regis, soweit ich weiß. Und, für was anderes brauchen wir Schaufler nicht mehr. Und Libeldra. Ich werde hierbei auch bei Sumpex bleiben. Denn einfach mal ein Eisstrahl müsste Libeldra doch ziemlich ordentlich zusetzen, ne? Und, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, es reicht voll und ganz. Was hat er denn noch als Pokémon? Nochmal ein Libeldra, dann bleiben wir doch mal dabei. Und Eisstrahl. Oh Gott, Sandwirbel, das ist nicht gut. Aber, ja, es trifft, reicht voll und ganz. Es sieht, glaube ich, gut aus, es sieht gut aus. Wir haben nur noch, oh nein, das sieht nicht gut aus. So, ja, er benutzt einen Trank. War irgendwie klar. Und bitte triff, Sumpex. Bitte triff. Komm. Nein, natürlich nicht. Ach, komm. Ich sage, es sieht gut aus und was passiert? So ein Scheiß. Natürlich. Was denn auch sonst? Und. Ah. Eisstrahl, komm. Ja, nochmal eine Top-Genesung. Wahrscheinlich trifft jetzt Sumpex auch wieder nicht. Oh, komm, mach. Ja, doch, es trifft. Und diesmal müsste es reichen, denn er hat den Trank eingesetzt hat. Und ja, das müsste eigentlich mehr wehtun. Ja, genau, passt. Libeldra wurde Sumpex erhält Erfahrungspunkte. Und als nächstes wird Brutalander eingesetzt. Und dazu setze ich doch mal mein Brutalander ein. Ich weiß, ich könnte jetzt bei Sumpex bleiben. Denn Brutalander auch wieder eine Vierfachschwäche gegen Eis. Aber ich werde Sumpex erstmal... ja, es ist... erstmal den Bedroher bringt schon mal einiges. Und auch mein Brutalander müsste gut Schaden machen können. Ah, er kann auch Drachenklaue. Oh Gott, hoffentlich überlebe ich das. Wenigstens einen Schaden. Komm, überleb, überleb, überleb. Oh, aber Grasso. Und? Über die Hälfte? Oh ja, sehr gut. Das könnte dann für Sumpex vollkommen reichen. Jetzt werde ich nochmal einen Hypertrank einsetzen. Für Sumpex.
Und... ja, okay. Da, benutzt ruhig Flammenwurf. Und wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Komm, beeil dich. Ich will den hier noch machen. Streng dich an, Sumpex. Eisstrahl. Und Leute, ich verabschiede mich schon mal. Die letzten Bilder sind das hier. Und nächste Folge geht's dann bei Chris weiter gegen den Champ. Und wie gesagt, das wird eine besondere Folge. Leute, ich verabschiede mich. Ciao.